Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am frühen Morgen gegen 6.19 Uhr auf der L3386 zwischen Vellmar und Espenau-Hohenkirchen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam ein 23-jähriger Mann aus Hofgeismar auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Straße ab und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Zunächst streifte der VW Polo einen Baum, wurde hier abgewiesen und krachte dann gegen einen in unmittelbarer Nähe stehenden zweiten Baum. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass der Mann noch an der Unfallstelle verstarb. Der Tacho des Fahrzeuges blieb nach dem Aufprall bei 120 Stundenkilometer stehen. Die Feuerwehr Vellmar musste den Mann aus dem total zerstörten Fahrzeug befreien. Die L3386 musste aufgrund der Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei wird der Sachschaden auf rund 2.500 Euro geschätzt.